SWR 2 Zeitwort. Eine festliche Soiree eröffnet Kaiser Franz Joseph I. am 11. Dezember 1877 in der Hofoper an der Wiener Ringstraße. Es ist eine ganz besondere Abendveranstaltung, denn Zugang hat jeder, egal ob adelig oder bürgerlich. Jeder, der es sich leisten kann, versteht sich. Um 9 Uhr wurden die Vereinigten Festsäle eröffnet und eine gute halbe Stunde später bereits drohte die Hochflut der Besucher, die ungeheuren Räume zu sprengen. Schreibt die Wiener Zeitung am Morgen danach. Das Ganze ist wohldurchdachtes politisches Kalkül. Das Erstarken des Bürgertums bereitet den mächtigen Kopfzerbrechen. Durch Veranstaltungen wie diese will man dem neureichen Bürgertum suggerieren, dass es dazugehört. Johann Strauss höchstpersönlich dirigiert an diesem Abend das Orchester. Und obwohl der Kaiser eigentlich keinen Tanz erlaubt hat, gibt es nach Mitternacht kein Halten mehr. Üppige und schlanke Prachtgestalten drehten sich im schimmernden Saale. Diamanten, Luxusstoffe und Monstreschleppen kamen nun erst zu voller Wirkung. Die choreografische Behandlung der Schleppen von Seite der Herren erregte ebenso verdiente Bewunderung als die superbe Gleichgültigkeit der Damen für ihre 1000-Gulden-Roben. Die Soiree im Dezember 1877 gilt heute als der erste Wiener Opernball. Offiziell wird er diesen Namen allerdings erst viele Jahre später erhalten, 1935 unter der Regierung der Austrofaschisten. Bis heute hat sich am Sinn und Zweck des Opernballs wenig geändert. Man kommt dorthin, um zu zeigen, dass man wer ist und dass man was hat. Also das sind einfach zum Großteil die korrupten Eliten. Zum Anschauen ist es wirklich toll, es ist ein Biotop. Also als würde man in den Zoo gehen und sich die verschiedenen Tiere anschauen, die da rumstolzieren. So der bekannte Theatermacher und Aktionskünstler Hupsi Kramer, der dem Opernball eine therapeutische Funktion für die österreichische Bundesseele attestiert. Denn die hat, laut Kramer, noch immer nicht den Verlust des habsburgischen Großreichs verwunden. Der Opernball ist, würde ich sagen, ein Phantomschmerz. Das ist so praktisch diese Reminiszenz der Monarchie. Also insofern ist es schon gut, so eine psychoanalytische Einrichtung, das ist praktisch eine Art Couch, auf der sich die Österreicher hinlegen an dem Tag des Opernballs. Es ist nichts passiert, es ist alles, wie es war. Ja, die Wehrführer mit Steinen, bitte! Kampf gegen den Kapitalismus! Die geballte zur Schaustellung von Reichtum und der Verquickung von politischer und wirtschaftlicher Macht ruft seit vielen Jahrzehnten Gegner auf den Plan, die am Abend des Balls vor der Wiener Oper demonstrieren. Früher war auch Hupsi Kramer dabei. Heute betrachtet er die immer spärlicher ausfallenden Demos skeptischer. Es ändert nichts, außer dass die herrschende Clique wieder sagen kann, na schaut's die Neidigen an da unten. Der Opernball ist eine Triebabfuhr für beide Seiten. Und so werden sich wohl auch weiterhin alljährlich am Faschingsdonnerstag die Reichen und Schöngemachten beim Wiener Opernball treffen, um im Walzertakt schwerelos über das Parkett zu schweben. Oder so ähnlich. Bei der ersten Drehung hat man sofort den Ellbogen in den Rippen und bei der nächsten haut man selbst einem anderen den Ellbogen in die Rippen, weil man sich überhaupt nicht drehen und wenden kann.